Advent, Advent, das vierte Würstchen brennt. Und vierten Advent, Leute, Johnny's Xmas Special Nummer 4. Und was bringe ich heute mit? Ein Silbertablett. Ist ein bisschen aus Alu, ne? Und dazu, jawohl, 1,5 Kilo Schweinehack. Jawohl, das wird unser Boden, unser Fundament des Baus. So, und nun hat man da so eine Schicht schön dünn aufgetragen. Salz drüber her. Pfeffer. Ganz genau, schöne ordentliche Ladung drüber streuen, ne? Und jetzt kommt hier die Worcestershire-Soße. Und dazu noch ein bisschen Peppersoße. Wir wollen es ein bisschen Folge haben. Sehr schön. So, und jetzt kommt unser Rosenkohl hier. Den reihen wir hier schön auf. Schön reindrücken hier. Ja, da lunsen wir schön ein paar Bälle rein hier. Wunderbar hier. So. Und wieder eine Schicht Schweinehack drauf. Genau. So, perfekt. So, und dann die Enden oder die. Als Rahmen nehmen wir Rinderhack. 500 Gramm hier. So, dann machen wir einen schönen Rahmen drum hier. So, genau. Schön dünn drauf hier. Perfekt. Das wird fein werden. Ja, super. Oh, Leute, Leute, das wird ein Boden. So, nun die Worcestershire-Soße wieder drauf. Wie immer, ne? Salz, Pfeffer. Und natürlich ein bisschen Peppersoße. Darf nicht fehlen. Oh, für die Schärfe. Oh. Und natürlich noch ein bisschen Paprikapulver süß, ne? Und jetzt halten wir mal die Wurst dran hier. Da haben wir nämlich hier die Bierknackerwürstchen hier. Haben wir uns geschnappt. So, halbieren wir erstmal eins hier. Eins links legen. Halbes links hin. Genau. Und zack. Eine schöne Kurve knicken hier. Ja, super. Das wird eine schöne Mauer hier. So, jetzt ein paar Pinne durchstecken hier. Am Anfang, in der Mitte, hinten ist schon wieder eingefallen hier und da vorne, ja genau. Und jetzt das ganze Spielchen wiederholen hier. Run hier, run the room hier, wunderbar. Die Mauer steht, Freunde. So, vorne noch eine herknicken und hinten noch eine drauf hier. Perfekt. Als Abschluss. So, jetzt kommen nämlich unsere Gipfelstängchen. Da habe ich eins mal hier so zurecht gebastelt. Piekser. So, genau. Kommt das da rein. Und jetzt reihen wir die hier alle schön auf dem Langholzspießchen. So. Und dann ist wieder der Dachstuhl. Ja, immer einen rüberschieben. Da kann noch einer drauf. Wunderbar. So. Durch ist es. Und nun ein umklappen. Immer jeden zweiten. Zack. Und zack, und da ist er schon, unser Dachstuhl. Ne? Sieht er nicht fein aus? Und natürlich fehlen die Dachpfannen. Die werden jetzt aus Bacon gemacht. Ah, das Kind in der Krippe soll es ja auch schön warm haben, ne? So, yeah. Ah, lecker. Oh, kann man eigentlich schon so reinbeißen. Jawohl, so. Und unten, ihr wundert euch, was da noch auf dem Boden ist. Das war der Chili-Pfeffer hier. Nicht Chili-Pfeffer, Chili-Fäden sind da unten auf dem Boden drauf. Ne? Und jetzt legen wir hier einen kleinen Weg hier aus schönen Mulm. Ausgezeichnet, gesunder Weg. Ne? Jeder Young macht schlank. Ne? Und dann packen wir hier schön hier Zwiebeln und Paprika als kleines fürs Auge. Ne? Muss ja auch was sein. Jetzt bauen wir unsere Mannequins hier. Ja, genau, ja. Yeah. Und noch eine hier, genau, da dritteln wir einfach die Wurst hier. Jetzt pieksen wir da ein paar Nelken rein als Gesicht. So, es wird hier ein König, glaube ich zumindest. Habe ich mal gehört, dass das in die Krippe reinkommt. Ne? So, schneller hier, los, pieks rein endlich. Ja, Gas, super. Ja, ja, das, jetzt wird ein Gesicht raus, Leute. Super sieht das aus. So, dann machen wir den anderen auch. Ich zeige euch das ein bisschen schneller. Könnt euch ja denken, wie sowas funktioniert, ne? Pieksen rein damit. Zack. Und hier, das wären die Ärmchen. Kleine Mini-Salamis. Schön hier links, rechts. Und schon hat der Arme, ne? Der Kamerad hier. So, nun da auch nochmal. Genau. Und jetzt hier, das wird hier unsere Gretel. Rotkäppchen, ne? Würde ich sagen, ne? Oder wir nennen sie mal Maria hier, ne? So,
Jetzt der Josef, der kriegt ein paar Chili-Grashaare hier, genau. Und damit es ihm nicht kalt wird, hier Baconmantel drum getüttelt hier. Ja, genau, sieht doch sehr appetitlich aus hier, ja. So, wie ein echt, ja, richtiger Mensch raus geworden, ne? So, Krönchen auf, ne, hier, schon mal ein Königspärchen hier, ne? So, die nächsten beiden Könige hier, ne, einen dunklen, einen weißen, so wie wir es kennen, ne? So, der hat auch nur einen offenstehenden Mund, deswegen nur ein Pieker hier, so, Ärmchen wieder rein, Krone drauf, genau, perfekt. So, mal rein, mal die da mal auf, das sieht doch gut aus, ja, super, da sind sie. Und nun kommt unser Jesus-Baby, ja, da ist es auch schon. Hier, pieks, das eine Auge rein, hier, und dann den nächsten hier, so. Da, perfekt hier, sieht doch aus wie auf dem Gemälde, ne? So, ja, da ist es schon fertig, ne? Da, guckt es uns an hier, ja, hallo. Ja, und jetzt hier, da muss ja auch weich liegen hier, das Jesus-Baby, und dann packen wir da natürlich Stroh rein. Käsestroh. Oh ja, Baby drauf, ja genau, jetzt hier, ne, Maria hier, da, eine Ecke hier, so, da ist ein bisschen angelehnt, da macht sich's bequem, da den Josef hingefeuert und dann kommen hier unsere Kings hier, die drei hier, Black zuerst, zwei Weiße daneben und hier ein Esel hier, extra für euch hier als kleinen Gag mit kleinen Chilis als Ohren hier, so, und da ist er. Jetzt gibt's noch ein paar Details-Shots, bevor wir das ganze Ding verbrennen unterm Grill. So gut wie. Oh, ja, sieht lecker aus. Na, Freunde, da was kann man sich doch mal gönnen zur Weihnachtszeit. Oder so, das Jesus-Baby, ja genau, hier. Yeah. Maria, Josef, alle da, ne? Fehlt keiner, ne? Esel auch noch dabei. Und Gruppenfoto hier. Und hier Grill anheizen hier, so. Links, rechts was rein hier, ein bisschen da zur Seite, genau. Ah, die Kohle in der Mitte rausholen hier, genau, wunderbar. Und nun kommt das da mittig drauf hier. Ah ja, das sieht fein aus. Wir haben noch einen kleinen Zwischenring dazu, sonst kriegen wir den Deckel nicht drauf. Ne? Und da ist er auch schon. So, Freunde. Das Ganze lassen wir jetzt bei 1,5 Stunden 180 Grad, 150 Grad hier so durchbacken. Und da ist er auch schon fertig, Johnnys Fleischkrippe. Oh ja, die Kronen sind zwar nicht mehr so ganz so gut, aber der Rest ist gut hier. Ja, guck, er ist fast geschmolzen hier, der Kamerad. So. Oh, das knusprige Dach, Leute, das kann ich empfehlen. Oh, ja, da ist sie, Freunde. Johnnys Fleischkrippe hier, jawohl. Nochmal ein paar Details hier. Super sieht das ganze Gerät aus. Oh, der Dachstuhl, der ist gut gelungen. So, Bier rein, Sterne runter hier. Johnnys Fleischkrippe, Freunde. Boys and Girls, ballert's euch rein. Hier noch ein bisschen Rezept für euch hier. Da könnt ihr noch ein bisschen gucken, was wir da reingestopft haben, ne? Und, tja, hier schnappe ich mir jetzt erstmal so einen König, ne? Und weg ist er auch schon. Und ihr könnt auch mal hier die Weihnachtsgans oder die Rouladenbomben euch reindrücken, je nachdem, wozu ihr Bock habt. Ansonsten sehen wir uns vielleicht schon Silvester, mal schauen. Ciao! Ach ja, und bevor ich es vergesse, frohe Weihnachten!